Die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein. Der Krieg in der Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg. Es ist ein Krieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Dieser Krieg wird enden, wenn der militärisch-industrielle Komplex der USA seinen Hunger gestillt hat. Die amerikanischen Streitkräfte sind in Europa nicht, um einen Konflikt mit russischen Streitkräften zu führen. Die amerikanischen Streitkräfte sind hier, um die NATO-Verbündeten zu verteidigen. Was passiert, wenn die NATO die Lage noch weiter eskalieren lässt? Dann wird die militärische Sonderoperation zu einem Krieg. Wer auch immer versucht, Bedrohungen für unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass Russlands Antwort Konsequenzen nach sich ziehen wird, die sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Das Ziel der Operation ist es, den Narzissmus und den Westen zu besiegen, denn die Alternative ist die vollständige Zerstörung des heutigen Russlands. Februar 2007. Die Münchner Rede von Wladimir Putin ist ein Meilenstein der Zeitgeschichte. Viele halten seine berühmte Rede auf der Sicherheitskonferenz für einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Moskau und dem Westen. Präsident Putin sprach in aller Deutlichkeit über wichtige geopolitische Fragen und er kritisierte dabei scharf das unipolare Weltmodell, die Außenpolitik der USA und die ungerechtfertigte Anwendung von Gewalt gegen andere Staaten. Die NATO-Erweiterung hat nichts mit der Modernisierung des Bündnisses selbst zu tun oder mit der Gewährleistung der Sicherheit in Europa. Im Gegenteil, sie stellt eine ernsthafte Provokation dar, die das gegenseitige Vertrauen schwächt, und wir haben das Recht zu fragen, auf wen zielt diese Erweiterung ab und was ist aus den Zusicherungen geworden, die uns unsere westlichen Partner nach der Auflösung des Warschauer Paktes gegeben haben. Die weitere Entwicklung in Georgien, der vom Westen unterstützte Maidan-Putsch und das Bestreben, beide Länder um jeden Preis in die NATO zu ziehen, führten zu neuen Konflikten und einer tiefgreifenden globalen Sicherheitskrise. Damit erweisen sich zahlreiche Versuche, die Spielregeln in Europa auszuhandeln, als gescheitert. Vor 2014 beabsichtigte Amerika, die Ukraine in die NATO aufzunehmen. Doch dann tauchte plötzlich der Krim-Faktor auf. Sie planten einen Militärstützpunkt auf der Krim. Am 17. März fand auf der Krim ein Referendum statt, bei dem sich über 96% für die Wiedervereinigung mit Russland aussprachen. Diese Zahlen sprechen für sich. Die Krim ist wie ein unsinkbarer Flugzeugträger. Wer die Krim kontrolliert, kontrolliert das Schwarze Meer. Die Umwandlung der Ukraine in einen militärischen Brückenkopf überrascht mich aus geopolitischer Sicht nicht. Die amerikanische Strategie im Vorfeld der Krise bestand darin, die Ukraine zu einem militärischen und politischen Gegengewicht zu Russland zu machen. Sie bildeten die ukrainische Armee systematisch aus. Die Vereinigten Staaten haben in der Ukraine seit vielen Jahren jährlich tödliche und nicht tödliche Militärhilfe im Wert von 100 bis 300 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Im Laufe der 8 Jahre, die das Kiewer Naziregime an der Macht ist, haben die ukrainischen Streitkräfte eine umfassende NATO-Ausbildung durchlaufen. Auf dem Stützpunkt Jaworow und an anderen Orten. Nach Angaben des Pentagons etwa 35.000 Menschen. Diese wurden von NATO-Spezialisten mit Kampferfahrung durchgeführt, die im Irak, in Afghanistan und so weiter gekämpft hatten. Seit 8 Jahren wird die ukrainische Armee mit Waffen überschwemmt. Angefangen bei Nachtsichtgeräten, Ausrüstung und Handfeuerwaffen, bis hin zu Geräten für die elektronische Kriegsführung und Artillerieaufklärungsstationen. Seit dem letzten Jahr erhalten sie moderne unbemannte Luftfahrzeuge. Was wir jetzt sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs, das logische Ergebnis der jahrelangen und konsequenten Politik Washingtons. Die Ukraine wurde bereits Mitte der 1990er Jahre, als das Land seine NATO-Integration begann, als NATO-Brückenkopf in der Nähe der russischen Grenzen ausgewählt. Im Jahr 2008, als George W. Bush sagte, er wolle die Ukraine und Georgien im Schnellverfahren in die NATO aufnehmen, schickte der damalige US-Botschafter in Russland, William Burns, der heute Chef der CIA ist, ein Memo nach Washington mit dem Titel »Nein heißt Nein. Überschreiten Sie nicht Russlands rote Linien, wenn es um den NATO-Beitritt der Ukraine geht.« »Wir hören, dass wir den Krieg im Donbass in der Ukraine begonnen haben. Nein. Er wurde vom kollektiven Westen entfesselt.
der den verfassungswidrigen bewaffneten Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 organisierte und unterstützte und dann den Völkermord an den Menschen im Donbass förderte und rechtfertigte. Bis Ende 2021 hatte Kiew an den Grenzen der DNR und der LNR eine 150.000 Mann starke Streitmacht aus gut ausgebildeten und schwer bewaffneten Spezialisten zusammengezogen. Geheimdienstberichte bestätigten, dass dies nicht zu Verteidigungszwecken geschah. Der Plan war, eine groß angelegte ukrainische Offensive im Donbass und auf der Krim zu starten. Die USA sind ziemlich weit gegangen. Ich kann nicht ausschließen, dass die Ukraine bereit war, Massenvernichtungswaffen zu entwickeln. Die erste Option war ein Präventivschlag mit Blutvergießen auf ukrainischem Gebiet. Die zweite bestand darin, auf den ersten Angriff der ukrainischen Streitkräfte zu warten, was zu einem Blutbad im Donbass und auf der Krim geführt hätte, bei dem die Zivilbevölkerung die Hauptlast zu tragen gehabt hätte. Wir haben präventiv gehandelt. In den ersten 1,5 bis 2 Wochen entfaltete sich so etwas wie ein Blitzkrieg. Am 24. Februar donnerten russische Bomber wie ein Blitz aus heiterem Himmel über die Ukraine. Nachdem die russischen Streitkräfte eine taktische Überraschung erzielt hatten, erfolgten strategische Luftangriffe auf wichtige Ziele in der Ukraine, auf militärische Anlagen, Fabriken, Waffendepots, Flugplätze und Logistikzentren, wobei jedoch keine zivilen Ziele getroffen wurden. Gleichzeitig wurde eine schnelle Bodenoffensive eingeleitet und die Truppen rückten aus allen Richtungen nach Kiew, Tschernigow, Sumy, Kharkov, Cherson und Mariupol vor. Etwa 20 Flugzeuge sind bereits vorbeigeflogen, ohne ukrainische Kennzeichnung, eindeutig russisch. Wir waren in der Lage, eine großartige Landung in Gostomel durchzuführen, die für Kiew wie ein Dorn im Auge war. Einerseits waren die dort konzentrierten Kräfte eindeutig nicht ausreichend, um Kiew zu stürmen. Aber die Bedrohung war real genug, sodass die Ukraine in den nächsten 3 Wochen ständig Gegenangriffe starten musste. Was faktisch bedeutet, dass wir die Gruppen aus Kharkov und Kiew dort festgesetzt und sie weitgehend vernichtet haben. Am zweiten Tag des Krieges schrieb ich einen Artikel, der davon ausging, dass die Feindseligkeiten bis Juli-September andauern würden. Die meisten Leute, einschließlich der Politiker, behaupteten, der Krieg würde 1 oder 2 Wochen dauern, höchstens einen Monat. Wir werden gewinnen, der Status quo wird wiederhergestellt. Wir sind stark, wir haben eine Armee, Russland wird sich zurückziehen. Der Westen wird Sanktionen verhängen und ihr werdet zusammenbrechen. Russland stellt eine direkte Bedrohung für unsere Sicherheit dar. Militärisch muss dieses abscheuliche und barbarische Unterfangen von Wladimir Putin scheitern. Es geht um Leben und Tod. Es geht um die Zukunft unserer globalen Gemeinschaft. Wir werden an der Ukraine festhalten und alle Verbündeten werden an der Ukraine festhalten, solange es nötig ist, um sicherzustellen, dass sie nicht von der Ukraine besiegt werden. In der Ukraine von Russland. Es wird klar, dass wir nicht gegen die Ukraine kämpfen, sondern gegen einen Block von Ländern auf ukrainischem Boden, der von der ukrainischen Armee unterstützt wird, die als koloniale Stellvertreterarmee fungiert. Wir befinden uns also mitten in einem großen Krieg. Die Milizen der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk führten offensive Operationen durch und erhielten dabei Luftunterstützung von der russischen Luftwaffe. Dank der koordinierten Luftabwehr gelang es den russischen Truppen, mehr als 97% der feindlichen Flugobjekte abzufangen. Wir, die Ukraine, haben keine Kontrolle über den Himmel. Russische Raketen können immer noch jeden Ort erreichen. Ihr, Russland, schießt nicht nur all unsere Flugzeuge ab, sondern eure Raketen durchdringen auch unsere Luftabwehr. In den ersten Tagen des Sondereinsatzes wurden strategische Gebiete, die Region Cherson, die an die Krim grenzt, und ein großer Teil von Saporoschje von der russischen Armee eingenommen, im Wesentlichen ohne Widerstand. Die militärische Infrastruktur und die für den Transfer in den Donbass vorbereitete Ausrüstung wurden als erstes zerstört. Russland sammelt nicht nur geheimdienstliche Informationen, sondern führt auch taktische geheimdienstliche Gegenmaßnahmen durch, die sich nicht nur gegen die ukrainischen geheimdienstlichen Kapazitäten richten, sondern auch gegen die geheimdienstlichen Kapazitäten der Vereinigten Staaten und Europas, die zur direkten Unterstützung der Ukraine im Einsatz sind.
Während dieser Jahre, in denen die Armee der sogenannten Verteidiger der Ukraine aufgebaut wurde, wählten ihre westlichen Trainer bewusst die gefährlichsten und schädlichsten Taktiken in Bezug auf die Folgen für die Zivilbevölkerung. Die ukrainische Armee wurde für die offensive und urbane Kriegsführung ausgebildet, und das extrem gut. Darüber hinaus übernahm die ukrainische Führung auf Betreiben ihrer westlichen Betreuer die veraltete Praxis der Bildung sogenannter Festungen, was unweigerlich Opfer unter der Zivilbevölkerung zur Folge hatte. Verschwindet von hier! Wir haben den Keller voller Kinder! Festung ist ein deutscher Begriff aus den Jahren 1944 bis 1945. Der eine befestigte Stadt, die für die totale Verteidigung vorbereitet wurde, bezeichnet. Ihre Bewohner dienten als menschliche Schutzschilde. Diese Festungen sind nur ein Mittel für die Ukraine, um Russland vollständig auszulaugen. Trotz der Feindseligkeiten in den ersten Tagen des Sondereinsatzes kam Moskau sofort an den Verhandlungstisch. Die ersten Gesprächsrunden wurden persönlich in Belarus abgehalten. Dann gingen die Seiten zu Gesprächen per Video über, allerdings ohne Erfolg. Ende März, einen Monat nach Beginn der Sonderoperation, nahmen die russischen und ukrainischen Delegationen die Gespräche in Istanbul wieder auf. Der türkische Präsident Erdogan vermittelte bei den Verhandlungen. Der Gründervater unseres Staates, Kemal Atatürk, warb für Folgendes: Frieden zu Hause, Frieden in der Welt. Dies ist das Grundprinzip unserer Außenpolitik. Wir sind für Frieden. Doch als die Verhandlungen in Istanbul in Gang kamen, rief Biden die Führung der EU sofort zusammen. Aber sie diskutierten nicht über friedliche Lösungen. Was haben sie also besprochen? Sie sprachen über Möglichkeiten, mehr Waffen in die Ukraine zu schicken. Sie versuchten, die Verhandlungen zu stören und sprachen über die Entsendung weiterer Panzer und Flugzeuge. Leider zeigt dies, in welche Richtung sich dieser Krieg entwickelt. Allerdings ist die Ukraine für den Westen nicht von Bedeutung. Die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Die Ukraine hat ihre Vorschläge für einen Friedensvertrag vorgelegt. Moskau zog seine Truppen aus den Regionen Kiew, Tschernigow und Sumy ab, um den Konflikt zu deeskalieren. In Wirklichkeit wurden die Truppen umgruppiert und die abziehenden Einheiten der russischen Armee wurden in die Region Charkow und in den Donbass verlegt. Die zweite Phase der militärischen Sonderoperation begann. Zunächst wurden klassische Taktiken angewandt. Massiver Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen, Frontalangriffe auf die Infanterie. All dies führte zu schweren Verlusten. Jetzt haben wir umgestellt auf die Taktik des kleinen Kessels, bei der die Aufgabe darin besteht, gegnerische Gruppen abzubeißen und zu eliminieren, um sich so durch die Verteidigungsgeschichten zu nagen. Das Ziel der russischen Militäraktion ist auch ein politisches. Den Feind zwingen, sich zu ergeben und den Widerstand aufzugeben. Aber es wird auch viel Wert auf Folgendes gelegt: A, das Leben von Zivilisten zu retten und B, das Leben von Angehörigen feindlicher Truppen zu retten. Die Schaffung dieser kleinen Kessel schafft die Voraussetzungen dafür, dass sie sich massenhaft ergeben. Diese Taktik hat sich als wirksam erwiesen. Das Hauptziel der ersten Phase war die Beseitigung der militärischen Infrastruktur. Nun muss Russland die vollständige Kontrolle über den Donbass und den Südosten der Ukraine erlangen, um die Krim zu sichern und eine Landverbindung zur Halbinsel zu schaffen. Ich glaube, dass Russland sehr überlegt und sogar reiflich überlegt vorgeht. Ich denke, einige russische Politiker haben erklärt, dass sie nicht an einen Zeitplan gebunden sind. Es gibt also keinen Zwang, bis Juni, Juli oder August zu gewinnen. Es geht um die Frage, ob Russland seine strategischen militärischen Ziele mit den derzeit vorhandenen Streitkräften erreichen kann. Einige Leute glauben, dass das nicht möglich ist. Aber die einzige Stimme, die zählt, ist die des russischen Militärs und der russischen Regierung. Wenn sie es für möglich halten und das russische Militär so weitermacht wie bisher, dann wird sich dieser Krieg wahrscheinlich bis zum Sommer hinziehen und mit einer Art strategischem russischen Sieg enden. Russland hat den Konflikt als militärische Sonderoperation eingestuft, was bedeutet, dass die Kämpfe mit erheblichen Einschränkungen geführt werden. Während man hier in den Vereinigten Staaten sagt, oh, die Russen stecken fest,
Die Russen kommen langsamer voran, als alle erwartet haben. Das liegt daran, dass die Ukrainer so hart kämpfen. Nein, ganz und gar nicht. Der Grund ist, dass die Strategie eine andere ist. Die Russen haben von Anfang an gesagt, dass sie Opfer unter der Zivilbevölkerung vermeiden wollen. Ihr Ziel, ihre Politik, bestand nicht darin, die Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Ihr Ziel war es nicht, zivile Ziele anzugreifen. Wir betrachten die Ukraine nicht als einen Quasi-Feind und wir betrachten ihre Bürger nicht als Feinde. Aus diesem Grund haben wir den Einsatz von Waffen weitgehend begrenzt. Besonders den der schweren. Wir haben nicht die Taktiken angewandt, die die Amerikaner im Irak angewandt haben. Die Amerikaner absolvierten 4000 Flüge, wodurch sie den Irak fast vom Erdboden tilgten und ihn in eine Mondlandschaft verwandelten. Erst danach griffen die Landstreitkräfte an. Wir tun das nicht. Ja, wir könnten die Tu-22 und die Tu-95 einsetzen, um Großstädte wie Kiew und Charkow vom Erdboden zu tilgen. Wir haben genug Bomben und Flugzeuge, um das zu tun. Aber was wir tun, richtet sich nicht gegen die Zivilbevölkerung. Wir versuchen, die zivile Infrastruktur zu erhalten und das Leben der Zivilisten, die gezwungen waren, unter dem neonazistischen Kiewer Regime zu leben. Unterdessen können die Waffen, die kontinuierlich an die Ukraine geliefert werden, den Verlauf der Militäraktion nicht grundlegend ändern. In Wirklichkeit verlängern sie nur den Konflikt und erhöhen die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung und den Streitkräften auf beiden Seiten. Und jeder in Kiew, Moskau und Washington ist sich dessen bewusst. Der Krieg in der Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg. Es ist ein Krieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Und wieder ist es eine der Situationen, in denen die USA einen Krieg führen können, ohne dass sie dabei eigene Leute verlieren. Außerdem sind die USA nach dem 11. September in eine Art Vollzeitkriegswirtschaft übergegangen, in der wir uns fast immer im Krieg befinden müssen, weil unsere Wirtschaft sonst in eine Rezession fällt. Daher fließen diese enormen Geldbeträge in die Ukraine. 40 Milliarden Dollar, 13 Milliarden Dollar. Es ist nicht so, dass wir einfach einen Scheck ausstellen und der Ukraine kostenlos Geld geben. Fast nichts von diesem Geld geht in bar an die Ukraine. Es geht vielmehr an US-Rüstungsunternehmen. Der Erste und der Zweite Weltkrieg, der Korea- und der Vietnamkrieg, der Persische Golf, Afghanistan, Irak und jetzt die Ukraine. Der militärisch-industrielle Komplex der USA hat mit diesen Konflikten riesige Gewinne gemacht und tut es immer noch. Dies ist die Grundlage der amerikanischen Wirtschaft. Sie verkaufen Waffen im Wert von Milliarden von Dollar an Taiwan, um China zu bekämpfen. Sie verkaufen Waffen im Wert von Milliarden von Dollar an Saudi-Arabien und die Golfstaaten, um den Iran zu bekämpfen. Dies ist die Hauptursache für Kriege. Bis der US-Militärkomplex vollständig saturiert ist, wird es nicht enden. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Vereinigten Staaten nach 1990 eine hegemoniale Stellung innehatten und die einzige Supermacht waren. Dann verliefen die Kriege im Irak und in Afghanistan so schlecht. Russland erlebte einen Aufschwung und China tauchte auf der Weltbühne auf, militärisch und wirtschaftlich gestärkt, sodass es wieder eine multipolare Welt war. Die Vereinigten Staaten versuchen nun, diese Situation zu nutzen, um die amerikanische Unipolarität wiederherzustellen. Unsere Armee hat die Frage der Entmilitarisierung innerhalb von 100 Tagen vollständig gelöst. Die Ukraine kämpft jetzt ausschließlich mit NATO-Waffen. Die Amerikaner und das Vereinigte Königreich versuchen, eine neue Armee zu erschaffen, die derzeit in Deutschland, den USA und Polen und direkt in Großbritannien aufgebaut wird. Währenddessen tut die Ukraine alles, um kolossale menschliche Ressourcen im Donbass zu opfern. Sie sind bereit, Tausende ihrer eigenen Soldaten für ein Ziel sterben zu lassen, damit, während sie die russische Armee aufhalten, eine neue Verteidigungslinie, eine neue Ostmauer gebaut werden kann durch Charkow, Poltawa, Saporoschje, Dnepro, Petrovsk, Nikolajew und Odessa. Vier sind bereits um Dnepropetrovsk gebaut worden, zwei davon aus Beton. Unter dem Druck Washingtons bildeten sich an den Grenzen Russlands zu seinen beiden nördlichen Nachbarn Finnland und Schweden unsichtbare, aber dennoch erkennbare Verteidigungslinien. Diese Staaten haben sich unter Verweis auf die angeblich aggressiven Absichten Moskaus für den Beitritt zur NATO entschieden.
Die finnischen und schwedischen Streitkräfte haben an allen europäischen Übungen der NATO teilgenommen. Sie haben amerikanische und NATO-Waffen gekauft und haben ihre militärische Planung mit ihnen abgestimmt. Ihre Offiziere haben an den Militärakademien der NATO-Großmächte studiert. Was jetzt geschieht, ist nur die Formalisierung langjähriger Kontakte. Wir müssen unser Bedauern darüber zum Ausdruck bringen, dass die Regierungen Schwedens und Finnlands nicht die Kraft gefunden haben, diesem völlig emotionalen Impuls zu widerstehen. Und dass sie die Neutralität aufgegeben haben, die die Grundlage und Garantie unserer engen freundschaftlichen Beziehungen war. Amerika möchte Schweden und Finnland in die NATO aufnehmen, um Russland den Zugang zur Ostsee zu versperren. Und indem sie Russland den Zugang zu den warmen Meeren verwehren, versuchen sie, China von der Kreuzung abzuschneiden, die Russland ist. Dies geht über den Ostseeraum hinaus. Es gab auch Pläne, Russland durch die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Mit anderen Worten, indem sie die Russen vom Schwarzen Meer und der Ostsee abschneiden, wollen sie Russland zu einem Einsiedler an der Küste des Arktischen Ozeans machen. Kurz gesagt, Amerika hat weitreichende geopolitische Ziele. Mit der gegenwärtigen Aufnahme Finnlands und Schwedens wollen sie die Ostsee in einen von der NATO kontrollierten Teich verwandeln. Wir hatten schon immer Skandale mit den Schweden, die meisten sind erfunden. Wie diese Geschichte über unsere Sabotage-U-Boote in ihren Gewässern, die sich als Heringsschwarm oder als etwas anderes entpuppten, das dort draußen schwamm. Es gab eine Reihe solcher Geschichten, die nie zu etwas geführt haben, aber dennoch dafür sorgten, dass die militärische Lage ziemlich angespannt blieb. Bei den Finnen war das anders. Wir haben Finnland immer als einen guten und freundlichen Geschäftspartner angesehen. Vor allem aber war Finnland eine hervorragende internationale diplomatische Plattform. Erinnern Sie sich an die Schlussakte von Helsinki, die den Frieden in Europa für mehrere Jahrzehnte regelte? Sie wurde in Helsinki unterzeichnet, weil Finnland Teil der Bewegung der Blockfreien war, mit einem völlig einzigartigen Status. Während Schweden, abgesehen von der Route nach Kaliningrad über die Ostsee, keine direkte Grenze zu Russland hat, sieht sich Finnland mit einer völlig anderen Situation konfrontiert. Fast 1300 Kilometer mit über 1000 Kilometern gemeinsamer Landgrenze. Seit dem Pariser Vertrag von 1947 hat diese Region jahrzehntelang gute nachbarschaftliche Beziehungen und eine gegenseitige Partnerschaft genossen. So wurden beispielsweise die russischen Streitkräfte von der finnischen Grenze abgezogen und 1500 Kilometer tiefer nach Russland verlegt. Ob sie nun, da Finnland nicht mehr neutral ist, auf diesen Positionen bleiben, bleibt abzuwarten. Es ist nicht gut für die NATO als operatives Organ. Eine integrierte Militärstruktur, die aus 30 verschiedenen militärischen Technologien und Fähigkeiten besteht, lässt sich nur schwer kombinieren und interoperabel machen. Wenn man diese interoperablen Schwierigkeiten auf einige nordische Staaten ausdehnt, bringt das zusätzliche Kosten für andere mit sich. Andere Mitglieder dank der NATO-Erweiterung? Wie groß? Vom Territorium her so groß wie die Türkei und mit geringeren Fähigkeiten als diese. Schweden und Finnland haben begrenzte Fähigkeiten. Daher wird ihr Beitrag zur territorialen Integrität des Bündnisses insgesamt begrenzt sein. Aber dafür wird das Bündnis im Gegenzug zusätzliche Verteidigungsmittel bereitstellen müssen. Von der finnischen Grenze bis zur zweitgrößten Stadt Russlands, St. Petersburg, ist es kaum mehr als eine Autostunde, nämlich nur 140 Kilometer. Eine Tatsache, die auf der anderen Seite des Ozeans im Pentagon als besonders vielversprechend angesehen wird. Darüber hinaus gibt es natürlich eine russische Position, die besagt, dass wenn diese nordischen Staaten es zulassen, dass NATO-Angriffswaffen oder andere in russisches Hoheitsgebiet eindringende Waffen in Schweden oder Finnland stationiert werden, es sich um ein Problem zwischen Russland und dann um ein Problem zwischen Russland und der NATO handeln wird. Heute hören wir, dass sie uns auf dem Schlachtfeld besiegen wollen. Nun, was soll ich dazu sagen? Sollen Sie es doch versuchen. Wir haben oft gehört, dass der Westen uns bis auf den letzten Ukrainer bekämpfen will. Das ist eine Tragödie für das ukrainische Volk.
Aber es scheint, dass die Dinge in diese Richtung gehen. Aber jeder sollte wissen, dass wir im Großen und Ganzen bis jetzt noch nichts Ernsthaftes unternommen haben. Die russische Armee und die Milizen der LNR und der DNR haben die Volksrepublik Lugansk und die Region Cherson sowie große Teile der Region Charkow, Saporozhye und dann Donetsk vollständig von den Neonazis befreit. Dieses Gebiet ist vergleichbar mit mittelgroßen EU-Ländern wie Österreich. Es ist nicht klein. Die strategisch wichtige Schlangeninsel in der Region Odessa wurde erobert, um die Kontrolle über das Schwarze Meer zu festigen. Kein Schiff wird die Insel passieren können und der Seeweg bleibt unter der vollen Kontrolle der russischen Streitkräfte. Im Juni hatte Russland als Akt des guten Willens seine Truppen von der Insel abgezogen und damit gezeigt, dass es die Bemühungen der UN um die Einrichtung eines humanitären Korridors für die Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der Ukraine nicht behindern wird. Trotz des russischen Truppenabzugs steht die Insel jedoch weiterhin unter der Kontrolle der russischen Marine und Luftwaffe. Bis jetzt haben wir das Asowsche Meer zu unserem eigenen Binnenmeer gemacht. Auch wenn niemand dies anzuerkennen scheint, gehört das Asowsche Meer uns ganz allein. Gleichzeitig haben wir große Gebiete im Süden befreit, das Territorium der Luganska Volksrepublik vollständig befreit und die Region Donetsk weitgehend befreit. Auch im Norden, in der Gegend von Charkow, sind wir weiter vorgedrungen, wo wir gegen einen zahlenmäßig überlegenen Feind kämpfen. Zu Beginn hatte die Ukraine 220.000 bis 240.000 Mann unter Waffen. Außerdem haben mehrere hundert Personen an der sogenannten Antiterror-Operation im Osten des Landes teilgenommen. Dazu kommen noch Grenzschutzbeamte, Mitarbeiter des Innenministeriums und der Sicherheitsdienst der Ukraine. Wenn Selenskyj also sagt, er habe 500.000 bis 700.000 Leute, dann übertreibt er nicht. Wir hatten und haben rund 200.000. Das ist also eine erstaunliche Situation, in der 200.000 gegen 700.000 kämpfen und doch langsam, aber sicher dem Sieg entgegensteuern. Die russische Regierung war sehr direkt und hat direkt gesagt, was sie will. Sie will die russischen Interessen in Lugansk und Donetsk im Donbass schützen. Sie will, dass die Krim die Sicherheit und den Schutz der ethnischen Russen gewährleistet. Das haben sie sehr, sehr deutlich gemacht. Ungeachtet dessen, was die ukrainische Regierung sagt, denke ich, dass die Ukrainer letztendlich einer Art Land-für-Frieden-Vereinbarung zustimmen werden müssen.